Wie dehne ich mich regelmäßig selbst richtig? Das ist das heutige Thema im Faszien-Channel. Und der häufigste Fehler, der gemacht wird, dass zu wenig gedehnt wird, häufig gar nicht gedehnt wird oder falsch gedehnt wird. Und genau mit diesen Problemen wollen wir heute einmal aufrollen. Wir wollen dort einmal dir zeigen, was du da machen kannst, worauf du achten musst. Also, warum brauchen wir Dehnen? Es ist so, dass wenn wir Sport machen und die Muskeln angespannt werden, dann führt es auch dazu, dass sie sich verkürzen. Das ist so. Und letztendlich führt es auf lange Sicht, wenn man nicht dehnt, zu einer Muskelverkürzung. Soll heißen, Aktin- und Myosinfilamente können nicht mehr so gut ineinander greifen und die Muskelkraft lässt dann auch nach. Das sieht man daran, dass Sportler manchmal eine super Steigerungskurve haben und dann sich so ein Plateau einstellt oder sogar es zurückkommt. Das ist immer ein Zeichen dafür oder ein mögliches Zeichen dafür ist, dass zu wenig gedehnt wurde. Also Dehnen ist ganz, ganz wichtig bei jeder Sportart, dass man dann entsprechend regelmäßig dehnt. Wie geht das Ganze? Im Sport hat man mir das immer falsch erzählt. Erst in der Therapeutenausbildung habe ich gelernt, wie das richtig funktioniert. Denn wir müssen uns einmal überlegen, was wollen wir eigentlich erreichen? Wir haben eine Verkürzung des Muskels. Das heißt, was wir machen wollen, wenn eine Strecke zu kurz ist, wir wollen sie länger haben. Relativ einfach, oder? Das heißt, wir gehen in die Dehnung so rein, das werde ich dir gleich einmal am konkreten Beispiel zeigen, dass wir den Rezeptor, den Muskel auf Spannung bringen, und zwar so sehr, dass der Rezeptor richtig feuert und sagt, hey, Hilfe, halt, stopp, hier reißt mir jemand den Muskel raus. Das zeige ich dir gleich, wie das geht. Und dann hältst du diese Spannung so lange, bis der Muskel nachgibt, sprich, bis wir Strecke machen, weil wir wollen ja den Muskel aus der Verkürzung wieder in eine Verlängerung bringen. Wie funktioniert das genau? Kommt doch einfach mal mit. Ja, okay. Ich werde dir jetzt am Beispiel der Wadendehnung das einmal zeigen. Nehme jetzt einmal den Fuß nach hinten, ja, mache einen Ausfallschritt nach hinten, senke jetzt die Hacke ordentlich ab. Wichtig ist, dass der Fuß nach vorne steht und gehe jetzt mit dem gegenüberliegenden Knie nach vorne. Du kannst es zu Hause gerne mal nachmachen und es ist ganz wichtig, dass du jetzt einen deutlichen Zug hinten in der Wade spürst. Und zwar, wenn du so die 10er-Skala nimmst, 0 ist gar kein Schmerz und 10 ist ja, der Vernichtungsschmerz sozusagen, dann solltest du schon bei 6 bis 8 liegen. Also sprich, dass eine deutliche Reaktion des Körpers dort stattfindet. Wir wollen nichts kaputt machen, deswegen nicht über 8, aber bitte schon bei 6 bis 8 bleiben. Der häufigste Fehler, der im Sport jetzt passiert, es wird nicht lang genug dort geblieben. Denn wir wollen ja eigentlich den Effekt haben. Der Effekt ist, Länge zu generieren. Länge kriegen wir dann, wenn wir merken, dass die Spannung weniger wird. Ja, also ein häufiger Fehler ist, es wird zu kurz gedehnt. Und in meinem Beispiel kann ich jetzt zum Beispiel in der Wade gut spüren, dass der Zug langsam weniger wird. Und diese Zugspannung sollte sich eben wirklich halbieren. Das heißt, ich habe jetzt so bei mir das eingestellt, dass es ungefähr bei 8 gestartet ist. Und jetzt ist es ungefähr bei 4. Das heißt, ich kann jetzt nach einer Halbierung des Zugschmerzes die Wade wieder ja, locker lassen. Ein Fehler, der dann mitunter auch passiert, oder was einige Sportler machen, dass sie zu ambitioniert sind, würden jetzt wieder weiter runtergehen. Könnte ich natürlich machen. Und jetzt wieder auf 8 neu einstellen. Das kann man machen. Ich würde dann aber eher empfehlen, um den Körper nicht zu überlasten, das lieber dafür dann mehrmals am Tag zu machen. Also wenn man konkret ein Problem dort hat, dann eben entsprechend diese Dehnung nur so lange zu machen, bis sich eine deutliche Verbesserung eingestellt hat und dann lieber zu einem späteren Zeitpunkt am Tag die Übung zu wiederholen, anstatt das mehrmals hintereinander zu machen, weil man die Wade in dem Fall oder den Muskel, den entsprechenden Muskel dann nicht überlasten möchte. Das waren die wichtigsten Punkte bei der Dehnung. Also achte darauf, dass du den jeweiligen Muskel, den du dehnen möchtest, stark genug ansprichst, also dass du auf dieser 10er-Skala bei 6 bis 8 liegst und bleibe dort so lange, wie dein Körper braucht, bis er diesen Zugschmerz halbiert hat. Das heißt, wenn du so bei 8, wie in meinem Beispiel, startest, bleibe so lange, bis du bei 4 bist. Du wirst merken, dass es am Anfang recht lange dauert und nachher nicht mehr so lange. Also je häufiger die Übung machst, desto schneller geht das auch. Aber lass dir bitte am Anfang Zeit. Der häufigste Fehler, der im Sport gemacht hat, ist zu kurz. Ich persönlich bin kein Freund davon, dann nochmal nachzudehnen, weil
Man muss aber mal gucken, der Körper muss damit auch klarkommen, was wir da mit ihm vorhaben. Und da würde ich eher empfehlen, tatsächlich, wenn du sagst, der Muskel braucht aber mehr, dann eine Stunde zu warten oder zwei und dann zum Beispiel nach dem Training nochmal zu dehnen. Ja, aber nimm dir ausreichend Zeit und denke, wenn diese Übung 2 bis 3 Minuten dauert, dass du natürlich nicht nur einen Muskel im Körper hast, den du dehnst, gerade nach entsprechenden Sportarten, nehmen wir das Laufen zum Beispiel. Wir haben jetzt die Wade gedehnt, es ist natürlich genauso wichtig, den Oberschenkel zu dehnen, die Adduktoren, die Abduktoren, all das wäre wichtig. Und wenn man sich überlegt, dass Läufer, ich habe selber mal Triathlon gemacht, gut und gerne mal eine Stunde oder zwei laufen gehen und danach 5 Minuten dehnen, dann passt das Verhältnis einfach nicht. Ja? Also überleg dir selber, was du dafür sinnvoll hältst. Nur wie gesagt, mein Vorschlag ist, nimm dir ausreichend Zeit fürs Dehnen und mache so viel, wie dein Körper tut, wie deinem Körper gut tut und sorg dafür, dass eben wirklich ein Längenwachstum aus der Verkürzung entsteht. Weil wenn du das nicht machst, wirst du keinen Erfolg mit dem Dehnen haben. Und das Schlimme ist, dass wenn nicht ausreichend gedehnt wird, eben Verletzungen und Leistungsminderung die Folge sind. Wir sehen uns nächste Woche wieder beim Faszien-Channel. Ich freue mich auf dich. Ciao!